OneNote mit Handschrift. Mein Name ist Birmin Lehnherr. Ich starte hier OneNote. Ich sehe hier links all meine Notizbücher und zu unterst das letzt erstellte Ruderclub. Ich packe dieses Notizbuch, denn ich brauche das gerade öfters, und stelle es weit oben wieder hin. Nun ist es hier prominent zu oberst. Ich erstelle hier einen neuen Abschnitt. Das ist der Abschnitt Sitzungen. Und das ist die Sitzung vom heutigen Sonntag. Es hat sofort eine Seite erstellt. Und jetzt brauche ich natürlich viel Platz. Das hier links, das stört. Ich klicke hier auf den Pin. Nun erscheint das viel größer. Und eventuell stört mich auch hier oben diese ganze Werkzeugleiste. Ich klicke diese hier weg. Dann habe ich noch mehr Platz. Und jetzt kann ich von Hand das Sitzungsprotokoll schreiben oder Stichworte oder ein Entscheidprotokoll erstellen. Ich schreibe also hier auf dem Tablet und habe einen Schreibstift. Und so weiter. Nun möchte ich das ganze Ja nicht in Handschrift, sondern als Text. Wie geht das? Ich mache einen Doppelklick wieder auf die Werkzeuge hier oben. Hier sind die Werkzeuge wieder eingeblendet. Ich gehe zu Zeichen und hier zu Konvertieren und sage, ich möchte meinen Freihandtext in Text umwandeln. Und wusch, da ist alles als Text und ich kann das nun als Text weiter bearbeiten. Das war's.